Ein VW Crafter, knapp 6 Meter lang. Und ich kann Ihnen sagen, ein etwas anderer Grundriss, denn hier ist die Dinette vor dem Schlafzimmerbett. Und eine Weltneuheit gibt es auch zu bestaunen, denn hier gibt es eine ganz besondere Badezimmertür, die es im wahrsten Sinne des Wortes in sich hat. Und dann haben wir noch einen Induktionsherd hier angebracht in der Küche. Also etwas sehr, sehr Spezielles, innen ausgestattet von der Reisemobilmanufaktur. Hier sehen wir ein VW Crafter 596 Allrad, komplett mit Seigelumbau, höher gelegt 5 cm, mit Schnorchel und Aluplatten, was ihm halt die Firma Seigel hergibt. Wir haben in diesem Fahrzeug Längsbetten verbaut, eine kleine Sitzgruppe sowie ein Bad, was zweifach genutzt werden kann für Schrank, für mehr Stauraum und im Halt dann für Dusche und Toiletten. Gut, dann gehen wir mal zu den Details. Das Fahrzeug ist ausgestattet hier mit einer 200 Ampere Lithium-Batterie, hat 300 Watt Solar auf dem Dach und demzufolge haben wir das so gesagt, wir machen ein Induktionsfeld, in dem Falle ein mobiles, um das auch, dass man das hinausstellen kann, dass man auch draußen kochen kann und von der Kapazität der Lithium-Batterie so angeordnet, dass man zu circa, sage ich mal, ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden komplett auch autark kochen kann über einen Wechselrichter, der 2000 Watt Maxi-Leistung hat, in dem Falle, wie wir hier verbaut haben. Okay. Wir haben auch hier den Kühlschrank. Wie du vorhin schon erwähnt hast, das ist ein Dometic-Kühlschrank, ein RC10.4, der beidseitig aufgeht. Wir nutzen diesen Kühlschrank gern. Erstens von der hier ist er heute mal eingeräumt komplett. No, erstens mal nimmt nur Bier, ne? Nur Bier, ja, das ist bestimmt alkoholfrei, bestimmt. Und es geht bloß darum, der Kühlschrank nimmt sehr wenig an Leistung. Also ist für Lithium-Batterien und Solar ist es überhaupt keine Herausforderung. Der Kühlschrank läuft durchweg. Die Kapazität der Batterie schwindet nicht. Also man kann ihn völlig autark nutzen. Das Konzept ist für den Kühlschrank so, man kann ihn außen beladen und für innen, wenn die Schiebetüre dann zu ist oder bei schlechtem Wetter, kann ich die Türe dann nach links aufschwenken, ohne dass ich mich über die Türe drüber wegbeugen muss. Ja, geschickt. Action. In diesem Fahrzeug hier ist eine komplette andere Raumaufteilung, vielleicht wie bei unseren Mitbewerbern. Durch das individuelle Bauen, was wir ja können, haben wir hier uns gedacht, wir machen mal eine Sitzgruppe, wo sich zwei Menschen, letztendlich durch das Zwei-Personen-Fahrzeug, sich gegenüber setzen. Das Bett als Längsbett, was sich dann über die Sitzgruppe drüber weg hinausschiebt, auf der Küche ablegt. Damit haben wir verbunden dieses Längsbett in einem kurzen Fahrzeug von 596 und letztendlich auch das Sitzen auf den hinteren Plätzen, dass man nicht nur vorn Fahrer- und Beifahrersitz benutzt. Hier mit diesem Konzept haben wir versucht, letztendlich eine freie Fläche nach hinten raus, ein offeneres Gefühl des Fahrzeugs zu geben auf diese 596. Gut. Und das fertig machen. So, ausgezogen, legt sich das Lattenrost auf Küche und den gegenüberliegenden Schrank auf und ich ziehe diese Matratze letztendlich nur hier vor und lege das ein und schon habe ich ein Längsbett. Längsbett ist jetzt hier 1,92 Meter, also auch für relativ lange Personen noch zum Schlafen, wobei die Standhöhe in dem Fahrzeug durch den Heckantrieb und dem Allrad nur noch 1,84 Meter ist. Das ganze Fahrzeug gibt es auch als Frontantrieb oder Frontantrieb und da ist die Bodengruppe 11 cm tiefer und da denke ich mal, können auch wieder längere Personen besser stehen. Ne? Wenn wir dann ins Bad gehen, das unser Kleiderschrank dann ist. Jetzt gehen wir quasi in den Kleiderschrank, den wir hier gebaut haben, ja, mit Fächern, wo man eben letztendlich Sachen unterbekommt und der ganze Clou an der Sache ist, dass wir die Türe öffnen können. Der Kleiderschrank fährt mit hinaus und wir haben ein großes Bad. Der Kleiderschrank hat auch innen eine Tür, um die Sachen, die ich von außen eingelegt habe, auch von innen zu entnehmen. Das ist ja ein Clou. Gehalten wird der ganze Kleiderschrank, wenn man auf Toilette oder Duschen ist, über diesen
oberen Riegel. Ja, es würde dann aussehen, dass die Türe, wenn jemand jetzt drin wäre, duscht oder auf Toilette ist, dass diese letztendlich so im Raum steht. Mhm. Metamorphose. Okay. Bei dem Bad haben wir jetzt auf das Waschbecken verzichtet, weil der Kleiderschrank letztendlich dann nicht so groß hätte werden können. Wir haben die Toilette auf einen Auszug gebaut. In dem Fall ist es die Klesana C1 Verschweißtoilette. Ich kann es mal kurz vorführen. Die Toilette fährt vor. Und schon kann die Toilette oder Toilette genutzt werden. Und wieder rein. So. Wunderbar. Ja, das ist ein tolles Konzept hier. Ja, da erschrecken sich wirklich viele Leute, wenn die aufmachen. Ach, gucken sie hier rein. Ja. Hier ist kein Bad. Ja. No, und dann, zeig nochmal den Schrank. Ja. Ja, das ist ja der Clou. Ja. Ein Schrank in der Klotür oder in der Badezimmertür. In Badezimmertür. Ja, toll. Ja, wie bist du drauf gekommen? Naja, wenn man viele Meinungen auch von Leuten hört, auch bei uns im Büro, wie man so ein Fahrzeug nutzen möchte, dann sagt man, das Bad wird letztendlich von zwei Personen vielleicht zweimal pro Person genutzt. Und letztendlich ist das ja dann ein großer Stauraum, der ja hohl ist quasi. Und dort haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal einen Schrank quasi auf die Türe zu setzen, was durch den Rundbogen ja ein bisschen schwierig gewesen ist, aber machbar. Auch mit den Bändern, die wir hier genommen haben, das sind extra stabile Bänder. Yeah. Bei dem kurzen Fahrzeug hier, bei diesem VW Crafter, wo wir jetzt gerade drin gewesen sind, um den Stauraum letztendlich zu vergrößern, haben wir von der Firma Oberland Equipment eine Box mit angebaut, gleichzeitig auch zwei Fahrradschienen und natürlich auch die Ersatzhalterung mit dem BF Goodrich Reifen, um letztendlich den Stau oder das Stauvolumen zu erhöhen. Was kann man da draufsetzen? Wir können hier draufsetzen, meines Erachtens nach sogar dann schon ohne Akku diese E-Bikes, kann man hier draufsetzen. Zwei Stück oder dann eben halt auch normale Fahrräder. Ja. Man kann diese ganzen Geschichten von Oberland alles auch einzeln bekommen. Ich meine, gut, okay, die Fahrradschiene in dem Moment ist beinhaltet mit dem Stau oder mit der Staukiste hier dran. Aber das Ersatzrad kann man oder die Ersatzradhalterung kann man einzeln bekommen. Es gibt auch eine Ersatzradhalterung mit Leiter. Das sehen wir dann an dem nächsten Fahrzeug, wo wir das haben, um vielleicht dann auch auf das Dach mit aufsteigen zu können. Das Reisemobil im Gesamtkern, ist das auch wirklich im Terrain bewegbar, also Auto oder? Dadurch, dass dieses Fahrzeug ein Kundenfahrzeug ist, circa ein halbes Jahr alt, hat der Kunde das natürlich auch getestet. Und wo wir den abgeholt haben, direkt vom Kunden selbst, sagt er, er ist sogar mal ganz kurz Offroad gefahren. Er sagt, es ist alles fest, auch an den Türen ist er hinten nichts passiert. Er hatte sogar ein Fahrrad hinten drauf. Also gehe ich davon aus, auch, dass es sehr, sehr haltbar gemacht ist von der Firma Oberland. Genauso auch von der Firma Seigel, die den Unterbau mit diesen Aluplatten gemacht hat und die Höherlegung. Also das Fahrzeug ist völlig offroad-tauglich.